Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer zu Hause im Stream. Warum stehe ich heute hier? Na, weil ich der Meinung bin, dass ich als Bürger, meine Damen und Herren, der Spaß wird Ihnen vielleicht gleich vergehen. Warum stehe ich heute hier? Na, weil ich der Meinung bin, dass ich als volljähriger Bürger jederzeit die Möglichkeit haben muss, Cannabis zu kaufen, ganz legal, in einem Fachgeschäft. Und daher fordern wir Piraten heute hier auch einen Fördertopf zur Finanzierung von Modellprojekten, damit Städte, Gemeinden und Kommunen den legalen Verkauf von Cannabis untersuchen und ausprobieren können. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, aber sehr effektiv. Und es ist zugleich ein erster und ein kleiner, ein moderater Schritt hin Richtung zur Legalisierung. Das ist das Mindeste, so finde ich zumindest, was die rot-grüne Landesregierung ihren Bürgern bieten könnte. Und wir Piraten haben dabei durchaus viele Unterstützer. Die Wissenschaft fordert ein Umdenken. So sollen alternative Lösungen zur aktuellen Verbotspolitik getestet werden. Und dass diese Verbotspolitik gescheitert ist, das sehen wir aktuell an der Berichterstattung über die Drogenkriminalität. Trotz 40 Jahren Verbot und Verfolgung nimmt der Konsum nicht ab. Und wir geben aktuell 9-mal mehr für die Bekämpfung von Drogen aus als für die Prävention. 9-mal mehr. Cannabiskonsumenten werden verfolgt, gebrandmarkt und zu Schwerverbrechern gemacht, während sich die Macher der Gesetze, die Politiker im Bund und in Landtagen, in den Festzelten die Hucke vollkippen, und dazu gehöre ich auch manchmal. Aber es lässt sich keinem und niemandem vermitteln, wieso das Rauschmittel Alkohol erlaubt und das Rauschmittel Cannabis verboten sein soll, obwohl inzwischen sogar die Leserinnen und Leser der Apothekenrundschau wissen, dass von Alkohol eine wesentlich größere Gesundheits- und Suchtgefahr ausgeht als von Cannabis. Und sogar die 10-jährige Evaluation der Drogenpolitik durch die EU kommt zu dem Ergebnis, dass ein Cannabisverbot nicht funktioniert. Und ja, sogar von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft kommt immer wieder und immer häufiger die Forderung, endlich mit diesem Verbotsquatsch aufzuhören. Und damit würde die Polizei und die Staatsanwaltschaft massiv entlastet werden, und die Dealer, die würden zugleich von der Straße verschwinden. Eine Win-Win-Situation. Und nicht zuletzt, meine Damen und Herren, könnten die Grünen endlich mal aufhören, die Legalisierung zu bewerben und sie endlich mal umsetzen. Denn dann blieben uns endlich diese hohlen Kifferkampagnen der Grünen Partei erspart, die schon so vielen Menschen aus der Cannabiskultur so gehörig auf die Nerven gehen. Denn wenn es darum geht, Gesetze für die Legalisierung zu erlassen, dann sind die Grünen auf einmal nicht mehr so für so frisches grünes Gras, wie sie in ihrem Facebook-Post suggerieren. Nein, dann suchen sie immer wieder irgendwelche Ausflüchten. Seit 30 Jahren versprechen die Grünen die Legalisierung, und seit 30 Jahren verhindern die Grünen die Legalisierung, obwohl sie in den Regierungen sind, obwohl sie Ministerpräsidenten stellen. Aber das ist ja auch logisch. Ist auch logisch, denn wenn das Gras erst einmal legalisiert wurde, womit will man dann ja noch Werbung machen? Die Atomkraft ist quasi abgeschafft. Die Atomkraft, nein, danke, Aufkleber, musste man sich von den Geländewagen knibbeln. Ja, und was passiert, wenn jetzt die Legalisierung kommt? Ja, dann sieht es aus ziemlich düster für die Grünen. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die weitere Debatte. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich musste gerade eben echt ein bisschen über die FDP schmunzeln. Liebe FDP, liebe Frau Schneider, noch vor ein paar Monaten standen Sie hier selbst am Rednerpult und haben zu kontrollierten Abgabeprojekten behauptet, Cannabiskonsum würde zu Psychosen, Persönlichkeitsstörungen führen, und all diese Sachen abgelehnt, die Sie jetzt ein paar Monate später hier stellen. Also echt jetzt, FDP, angesichts dieses Verhaltens stellt sich mir die Frage, wer hier diese Persönlichkeitsstörung hat. Ja? Wir wissen ja, die FDP ist sich für nichts zu schade, und für ein paar Stimmen würden Sie die eigene Oma verkaufen, aber das überrascht mich tatsächlich hier schon. Herr Kollege Lammler, die Frau Schneider würde Ihnen jetzt gerne zu den Grünen auch noch einmal.
Ich habe mal tatsächlich geschaut in den Parlamentsdatenbankenpapieren. Die Grünen sind momentan 11 Landtagen in Regierungsverantwortung. Es gab nur eine einzige Initiative zur Cannabis-Legalisierung, eher eine schwache aus Bremen. Ich bin gleich fertig. Nein, darum geht es gar nicht. Ich muss Sie unterbrechen, weil Frau Kollegin Schneider Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen möchte. Ja, ich kann mit der Frau Kollegin Schneider gleich noch mal reden, aber meine Zeit ist abgelaufen. Die würde ich ganz gerne noch mal nutzen. Sie kann ganz gerne eine Kurzintervention stellen, dann haben wir einfach ein bisschen mehr Zeit. Das können wir gerne so machen. Also nochmal zu den Grünen. 11 Landesregierungen sitzen Sie in der Regierung. Es gab nur eine einzige. Und das ist halt einfach tatsächlich, das ist einfach unglaublich schwach. Und die Grünen sollten langsam aufhören, immer wieder auf diese billigen Schaueffekte im Wahlkampf zu setzen und die Wähler mit billigen Wahlversprechen zu ködern. Und wissen Sie was? Die Grünen sollte man bei diesen ganzen Pro-Legalisierungsdemonstrationen und der Hanfparade und sonstigen Veranstaltungen von der Straße jagen. Denn Lügner haben dort nichts zu suchen. So, Herr Kollege Lammler, die letzten drei Worte werde ich mir gleich noch mal im Stream anschauen und nachlesen. Wenn Sie das gesagt haben, was ich verstanden habe, muss ich Sie dann später rügen. Aber ich weiß es nicht, ob ich es genau verstanden habe. Frau Kollegin Schneider nutzt aber jetzt die Gelegenheit zur Kurzintervention. Sie müssten sich nur bitte noch mal einmal eindrücken. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Herr Kollege Lammler, ich weiß nicht, ob Sie und was Sie konsumieren und wie regelmäßig Sie das tun. Fakt ist aber, dass die FDP-Landtagsfraktion in diesem Hause zu ihrem letzten Antrag im September 2015 schon einen Entschließungsantrag für die kontrollierte Freigabe von Cannabis eingebracht hat. Beim allerersten Piratenantrag, den Sie gestellt haben, da musste ich ausdrücklich auf die Gefahren hinweisen, weil Sie die in Ihrem Antrag deutlich verharmlost haben. Ich möchte einfach nur, wenn wir hier über Drogen reden, dass wir das richtig tun und dass Sie das zur Kenntnis nehmen. Ja. Frau Schneider, das nehme ich sehr gerne zur Kenntnis, um einfach mal, also Sie sagten, Sie haben einen Entschließungsantrag gestellt zu einem Antrag von uns. Ich beglückwünsche Sie dazu. Ich habe mal in die Parlamentsdatenbank geschaut. Von den Piraten findet man dort in dieser Legislatur 60 Vorgänge. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Das war jetzt aber wirklich der letzte angemeldete Redebeitrag.